So, liebe Handballfreunde, nochmals herzlich willkommen hier in der Victor's Lounge. Und wir bedanken uns heute bei 1310 Zuschauer. Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen. Leider hat es heute nicht gereicht. Halbzeitstand 15:15 und dann Endstand, wie gesehen, 25:29. Ich denke auch verdient für unsere Gäste von Eintracht Hildesheim. An dieser Stelle darf ich den Gästetrainer begrüßen. Das ist Gerald Oberbeck. Herzlich willkommen. Begrüßen möchte ich auch die Vertreter der Presse und natürlich unseren Trainer Philipp Kessler. Ja, wie schon erwähnt, Halbzeit 15:15, da waren wir noch zuversichtlich, obwohl wir auch schon mit 4 geführt hatten. Aber dann in der zweiten Halbzeit waren wir irgendwie kraftlos, es hat nichts mehr zusammengepasst. Und dann, wie gesehen, der Endstand 25:29. Aber fragen wir gleich jetzt die beiden Trainer, wie sie das gesehen haben, wie ihre Spielanalyse ist, und fangen an mit dem Gästetrainer Gerald Oberbeck. Ja, schönen guten Abend. Ich bin natürlich sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. Ich denke, wir haben eigentlich das ganze Spiel über relativ kontrolliert gespielt. Wir haben das gemacht, was wir können. Ich habe nicht so viel gewechselt und die Mannschaft hat es kräftemäßig heute auch gut weggesteckt. Bei 10:6 war es ein bisschen kritisch für uns. Wir haben aber dann nach der Auszeit im Grunde dann das gespielt, was ich gerne haben wollte. Wir haben sehr viel mit Kreuzbewegungen und dann Angriff in der Mitte der Deckung gemacht und das hat mir Jungs heute sehr gut gemacht. Zusätzlich haben wir uns da in der Deckung gesteigert. Am Anfang waren wir ein bisschen zu offen. Und von daher war es eigentlich schon so, dass wir vor der Pause nach meinem Geschmack schon in Führung gehen sollten, mit einer Pausenführung in die Kabine gehen sollten. Haben dann mit dem Schusspfiff noch den Ausgleich gefangen. Da waren wir im Ballbesitz, geht eine Latte. Und sind dann gut aus der Kabine gekommen, haben dann den Vorsprung gearbeitet und den haben wir eigentlich über das ganze Spiel relativ sauber zu Ende gespielt. Und von daher denke ich, ist der Sieg verdient. Wir haben das heute emotional gut hingekriegt, die Emotionalität trotzdem in ein ruhiges, vernünftiges Spiel zu kriegen. Und deswegen bin ich mit meiner Mannschaft heute sehr zufrieden. Vielen Dank, Gerald, für deine Analyse und nochmals Glückwunsch zum Auswärtssieg Eintracht Hildesheim. Kommen wir zu dir, Philipp. Philipp, wie ist heute dein Statement? Ja, schönen guten Abend zusammen. Zunächst mal Gratulation an Gerald und Hildesheim für den verdienten Sieg. Ich muss mich entschuldigen für die Leistung meiner Mannschaft, insbesondere dann in der zweiten Hälfte, ab der schätzungsweise 36. Minute. Das war nicht das, was ich von meinen Jungs sehen will, das ist nicht das, was ich erwarte, das ist nicht das, was ich den Fans hier zumuten kann. Und ich denke, wir sind schwer ins Spiel gekommen am Anfang. Es hat ein bisschen gedauert, bis die Abläufe funktioniert haben. Als sie dann funktioniert haben und das diszipliniert umgesetzt wurde, so gehen wir mit 10:6, 11:6 in Führung. Danach haben wir leider Gottes einige Disziplinlosigkeiten, schnelle Würfe, ein, zwei technische Fehler, laden dazu die Hildesheimer wieder ein, ins Spiel zu kommen. Das darf dir zu Hause schon gar nicht passieren, auswärts natürlich auch nicht. Sodass Hildesheim mit 15:13 führt, wir kommen auf 15:15 wieder ran. Bei Halbzeitstand 0:0 geht das Spiel von vorne los. Und kommen aus der Pause ganz okay raus, sage ich mal, haben wir noch unentschieden die ersten paar Minuten, aber dann kommt das gleiche wie vorher. Wir bekommen die Spieler Savas als auch Jon in Kombination mit Kreislöwe, was vorher besprochen war, nicht gut in den Griff. Ich habe nachher versucht, noch umzustellen, dann ein bisschen offensiver dagegen zu agieren, was eigentlich vorher auch schon so passieren sollte und teilweise passiert ist. Aber das haben wir als Kollektiv nicht gut gemacht. Das hat mir nicht gut gefallen, was wir in der Abwehr geleistet hatten, haben den Torhütern dann auch wenig geholfen. Das muss besser werden. Da erwarte ich auch mehr von unseren gestandenen Spielern, ganz klar. Meine Aufgabe ist es, das hinzubekommen, dass die Jungs da einfach mehr ackern und im Kollektiv eine bessere Leistung bringen. Ich bin damit absolut, absolut unzufrieden, muss ich klar sagen. Ja, nehme ich da selbst in die Pflicht und die Woche muss sehr, sehr hart gearbeitet werden, sodass wir die Punkte, die hier verloren gegangen sind und letzte Woche, wieder reinholen. Dank, Philipp. Ja, wie er schon erwähnt hat, wird es nicht einfacher. Wir haben jetzt zwei Auswärtsspiele und dann gibt es einen Doppelspieltag kurz vor Weihnachten und am zweiten Weihnachtstag, am 22.12., das ist ein Freitag, 19:30 gegen Eisenach hier zu Hause und dann am zweiten Weihnachtstag, das ist der Dienstag um 17 Uhr,
gegen Nordhorn. Gibt es noch Fragen zum Spiel? Dem ist nicht so, dann kommen wir zu den Ergebnissen vom 16. Spieltag. Gestern die Partie Hamm Essen 25-25. Dann gewinnt heute Aue 28-27 gegen Florenz. Bergisch HC, der Spitzenreiter, heute seine erste Niederlage zu Hause gegen Lübeck 25-30. Emstetten-Bittigheim 30-34. Eisenach Dessau 28-31. Rimpa-Wölfe Coburg 31-29. Nordhorn schlägt die Rhein-Wikings 23-15. Wilhelmshaven verliert gegen Balingen-Waldstätten 22-29 und die Partie Konstanz gegen Hagen, ganz, ganz spannend. Nur noch zwei Minuten steht es 28-28, ist noch nicht beendet. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Heimspiel. Kommt gut nach Hause, vor allem unser Gästetrainer mit seinem Team, die lange Heimreise. Alles Gute, tschüss und auf Wiedersehen.